Hallo und herzlich willkommen hier beim neuesten Update-Video auf Admin Abios TV. Mein Name ist Poseidon und wir schauen uns wie immer am heutigen Donnerstag das neueste Update von Space Engineers an. Und diese Woche kam etwas für mich relativ Unerwartetes, nämlich die Sensoren. Jetzt nicht wie ihr denkt, so Schiffssensoren, die euch, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt weite Schiffe anzeigen, sondern so Bewegungsmelder, kann man sagen. Ihr seht schon. Und boop, geht die Tür von alleine auf. What the fuck? Ich zeige euch das gleich noch im Genaueren. Aber so könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ihr kommt nah genug ran. Das Ding geht auf, leuchtet grün. Wenn ihr weit genug weg seid, wird eine Aktion ausgeführt und die Tür geht wieder zu. Ich habe nämlich etwas vorbereitet, aber draußen fliegen wir kurz durch. Und da lag es gerade ein bisschen. Hier rüber. Und hier seht ihr einen Sensor. Und jetzt, wenn ihr weit genug, also wenn ihr zu weit weg seid, um ihn zu triggern, ist er blau. Wenn ihr rangeht, wird er grün. Blau, grün, blau, grün. Genau. Und damit kann man wieder in allen Schabernack machen. Man kann Bewegungsmelder für Türen machen. Beispiel A, wartet kurz. Hier soll die Tür rein. So, da noch so ein Block drüber. So, da ist der Sensor. Gehen wir dem Sensor noch ein Dings. Sensor. Dann Setup. Tür haben wir eben gebaut. Tür. Da ist die Tür. Und sie soll, wenn wir rankommen, aufgehen. Und wenn wir weggehen, aufgehen. Okay, man kann scheinbar nur einmal jeweils haben. Okay. Wir probieren es aber aus. Ich habe das nämlich nicht vorbereitet, wie ihr seht. Man geht ran, sie geht auf. Wenn man jetzt weggeht, passiert vermutlich gar nichts. Das heißt, man braucht zwei Sensoren. Gut zu wissen. Das heißt, der Block kommt nochmal weg. Der Block kommt hin. Und wir machen es jetzt mal richtig. Okay, jetzt geht die zu. So. Tür auf. Geht es jetzt auch? Ich verstehe. Wir machen es aber trotzdem richtig. Hier ist auch noch ein Setup. Und hier, wenn wir weggehen, soll es zugehen. So. Jetzt geht es zu. So, jetzt geht es richtig. Nein, geht es nicht. Ich mache die Tür kurz zu. Verwirrt. So. Door. Die soll zu sein. Die Tür ist zu. Und die geht jetzt so. Tür geht auf. Und wenn ihr weit genug weg seid, geht sie wieder zu. So soll es sein. Ja? So ist richtig. Na, ja, also wir sehen schon. Sensoren für einen Quatsch gut. Und dann haben sie die Möglichkeit eingebaut. Lichter blinken zu lassen. Und das können wir auch mal kurz hier angucken. Ja, kurz hier Light. Und ihr seht schon, Blinkintervall etc. Die großen haben das natürlich auch. Die großen Spotlights. Mal schauen, haben wir jetzt in der Nähe. Ja, wo ist das Blaue? Hier ist das Blaue. Machen wir mal. Soll alle 5 Sekunden blinken. Das und nur das. Wir gehen mal kurz zu gucken. Das hier oben. Und da ist an und aus. An. Und wieder aus. An, aus. Ihr seht schon. Damit kann auch natürlich jetzt so schön Landebahn, Leuchte, Dingens machen. Man kann es mit den Sensoren verknüpfen, dass man zum Beispiel, wenn man rankommt, das Licht wieder anfängt zu blinken oder ähnliches. Und dann noch das letzte Feature, was mit diesem Patch kam. Ein weiterer Block wurde etwas angepasst, richtig modifiziert, und zwar der Warhead. Und zwar hat der Warhead jetzt so nette grüne Punkte oder auch rote, wenn man denn es rot. Und was bedeutet das? Die Warheads haben jetzt eine Möglichkeit, sie manuell einen Countdown einstellen zu lassen, mit dem man alles in die Luft fliegt. Sprengen kann. Und man kann natürlich noch selber sprengen, dann ist er gelb, wie ihr seht, wenn man ihn
auf den Safety-Button rausgehauen hat. Wir machen das jetzt aber mit dem Countdown. Dann beenden wir nämlich die Folge. Was man noch zeigen könnte, kurz, warte ich kurz. Hier, der Sensor, die Ressourcen, easy going für Survival. Und jetzt hier nach hinten. Den Sensor, blinkt schön. Okay, 10 Sekunden waren vielleicht doch zu lang und gleich macht's Boom. Jetzt. Jetzt. Und da hat er Booms gemacht. Doch immer wieder nett. Das war schon für die Woche. Wir gehen jetzt mal kurz noch hier ins Escape-Menü, weil hier gibt es noch etwas, was ich noch zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich werde es bald herausfinden. Nächste Woche ist neue Let's Play-Season angesetzt. Letzte Woche kam ja nichts. Also heute und morgen wird nichts kommen. Samstag vielleicht, kommt drauf an, wann wir aufnehmen. Und mal schauen, ob das Modifier-Lag / Slowdown-Compensation wirklich so ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.